Hallo Freunde, hallo zusammen. Ich habe mir so ein kleines Probepäckchen bestellt. Devil, D-E-W-E-L, also D-E-W-E-L, 10 Gramm Mika-Puder. Sind im Prinzip so Probepackungen aus China. Einfach auf Amazon mal schauen. Devil. Die probiere ich jetzt mal aus. Teste mal mit euch zusammen. Es sind sehr feine Pigmente, verlaufen etwas mehr, aber gibt einen coolen Effekt, weil es sind Metallic Pigmente. Okay, dann lasst uns starten. Bis gleich. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie die Farben heißen. Das sind so Metallic-Farben. Dann sehen cool aus. Aber ziemlich fein. Bin mal echt gespannt. Also es sieht aus wie so ein Kupfer. Das ist ein Blau-Metallic. Das sage ich jetzt einfach mal Pink Rosé. Dieses weiß ich gar nicht. Das sieht eher wie so Perlmutt aus. Es ist schon cool. Bin mal gespannt, wie sich das macht. Okay. Aha. Schauen, ein bisschen die Luftbläschen rausmachen. Das sind nicht mal die Luftbläschen, sondern die sehen so aus, die Farben. Ah, okay. Doch so reine Metallic Pigmente. Aber hat was. Machen wir mal abstrakte Kunst. Ja, die kleben immer. Ja, komm.
Ich habe mal einen Tropfen Cell Creator Effekt Blaster rein. Nur mal zum Testen, wie das mit den Pigmenten funktioniert. Ja, da ist nicht mehr viel drin. Groovy. So, am besten immer gleich abstreifen. Wow, 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 wow. Was sich da für Zellchen bilden. Das sieht wie so 3D aus. Okay, cool, zeige ich euch gleich mal von da an. Dann bis gleich. Okay, ist natürlich jetzt Geschmackssache. Ich habe den Effektblaser natürlich etwas spät auch rein. Aber schaut mal. Ich habe mich jetzt einfach mal ausgetobt. Aber schaut mal das an. Dann halt ganz feine Metallic Pigmente. Man merkt das auch, dass sie doch ziemlich dann auch ineinander verlaufen. Aber dieses Kupfer, das oder was haben wir das ist, hat was. Ja, natürlich alles pigmentisch, alles Pigmente, genau. Alles Metallic ist natürlich auch immer so eine Sache. Das sollte man wirklich ein bisschen differenzieren. Etwas Metallic rein und etwas normal. Aber gut. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich habe mich ein bisschen ausgetobt, weil ich die Pigmente einfach testen wollte. Aber sind gar nicht so schlecht. Also gut. Dann war es das von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.